is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Glaube der Reformatoren. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Luther erklärte: Ich sagte mir wahrlich, der Tag des Gerichtes könne keine volle 300 Jahre mehr ausbleiben. Gott will und kann diese gottlose Welt nicht länger dulden. Der große Tag naht, an dem das Reich der Gräuel gestürzt werden wird. Diese alte Welt ist die Fern von ihrem Ende, sagte Melanchthon. Calvin forderte die Christen auf, nicht unschlüssig zu sein, sondern eifrig nach dem Tag der Wiederkunft des Herrn als des glücklichsten aller Ereignisse zu verlangen. Er erklärte weiter, dass die ganze Familie der Getreuen diesen Tag vor Augen haben wird und sagen: Wir müssen nach Christus hungern, ihn suchen, über ihn nachsinnen, bis zum Anbrechen jenes großen Tages, an dem unser Herr die Herrlichkeit seines Reiches völlig offenbaren wird. Ist nicht unser Herr Jesus leiblich den Himmel gefahren? Und wird er nicht wiederkommen? Fragte Knox, der schottische Reformator. Wir wissen, dass er wiederkommen wird, und das in Kürze. Ridley und Latimer, die beide ihr Leben für die Wahrheit ließen, sahen im Glauben der Wiederkunft des Herrn entgegen. Ridley schrieb: Die Welt geht unzweifelhaft, dies glaube ich, deshalb sage ich es, dem Ende entgegen. Lasst uns mit Johannes, dem Knecht Christi, rufen. Komme bald, Herr Jesus. Baxter sagte: Der Gedanke an das Kommen des Herrn ist mir überaus köstlich und freudevoll. Seine Erscheinung lieb zu haben und jener seligen Hoffnung entgegenzusehen, ist das Werk des Glaubens und kennzeichnet seine Heiligen. Wenn der Tod der letzte Feind ist, der bei der Auferstehung vernichtet werden soll, so können wir begreifen, wie ernsthaft Gläubige nach der Wiederkunft Christi, wenn dieser völlig und endgültige Sieg errungen werden wird, verlangen und dafür beten sollten, da er das ganze Werk ihrer Erlösung und die Erfüllung aller ihrer Wünsche und Bestrebungen verwirklicht. Beschleunige, o Herr, diesen segenbringenden Tag. Das war die Hoffnung der Gemeinde der Apostel, der Gemeinde der Wüste und die der Reformatoren. The Lord is coming. Are you ready?